Mein Name ist Flaxman Lowe. Ich habe mich schon immer für Dinge interessiert, die man gemeinhin wohl als übersinnlich bezeichnen würde. Schon in ganz jungen Jahren. Flaxman. Flaxman. Was also lag näher, als aus meinem Steckenpferd irgendwann einen Beruf zu machen? Einen Beruf, den es vorher in dieser Form noch gar nicht gab. Ich bin, wenn Sie so wollen, ein Geisterjäger. Zumindest würde die breite Masse das, was ich tue, wohl so nennen. Genauer betrachtet ist es etwas komplizierter. Sehr viel komplizierter. Flaxman. Im Herbst des Jahres 1895 nahm ich die Einladung eines alten Freundes auf seinen in direkter Nachbarschaft zum Teufelsmoor gelegenen Landsitz an. Colonel Winston Damley lebte mit seiner 20-jährigen Tochter Olivia in der Abgeschiedenheit auf Low Riddings, so der Name des Anwesens. Ich freute mich sehr auf den Aufenthalt dort, denn das Moor und das angrenzende Marschland boten ideale Bedingungen für die Entenjagd, die der Colonel und ich sehr liebten. Lane Chatham, ein entfernter Cousin meines Freundes, den ich bereits von einem früheren Besuch zu kennen meinte, war ebenfalls zugegen. Es ist wirklich sehr erfreulich, endlich mal wieder hier zu sein, in Ihrem wunderschönen Haus, Colonel. Die Freude ist ganz auf unserer Seite, lieber Lowe. Wir könnten nicht glücklicher sein, dass Sie uns wieder einmal beehren. Ja, danke sehr. Auch Ihnen, Mr. Chatham. Nicht doch. Wie lange waren Sie eigentlich schon nicht mehr unser Gast? Oh, ich denke, so 2-3 Jahre werden inzwischen wohl vergangen sein. Oh, sträflich ist das. Wobei sich die Enten sicherlich gefreut haben werden über die Verschnaufpause. Durchaus möglich. Ganz sicher sogar. Aber Scherz beiseite, lieber Freund. Wir sollten beide wirklich zukünftig hart daran arbeiten, dass wir uns wenigstens einmal im Jahr sehen. Finden Sie nicht? Durchaus, Colonel, durchaus. Gut, das ist doch ein Wort. Und darauf trinke ich. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja. Wenn ich mich recht erinnere, waren Sie bei meinem letzten Besuch doch auch zugegen, Mr. Chatham, oder? Ja, das ist seltsam. Je älter meine Tochter Olivia wurde und je mehr sie zu einer jungen Dame, und ich darf sagen, Schönheit erblühte, umso häufiger haben wir das Vergnügen, Lane bei uns zu Gast zu haben. So. Was keine schlechte Sache ist, dass wir uns da richtig verstehen. Wir haben ihn gern hier. Insbesondere Olivia würde das sicher so unterschreiben. Irgendwann wird er vermutlich einmal Nägel mit Köpfen machen, wie es so schön heißt, und endgültig und für immer hierher ziehen. Na, ich verstehe. Posit. Nicht wahr, Lane? Ist doch so, oder nicht? Livy, Olivia und ich, wir... Ja? Ihr was? Warum sprichst du nicht weiter? Wir... sind nur gute Freunde. Ja, genau. Der Colonel und ich, wir waren auch mal jung, Mr. Chatham. Mr. Lowe ist es vielleicht mit etwas gutem Willen sogar noch. Oh, vielen Dank. Uns müssen Sie darüber nichts erzählen. Genau. Wenn wir womöglich bitte jetzt über etwas anderes sprechen könnten. Oh. Können wir, mein Junge, können wir. Kein Grund, gleich rot zu werden. Der Colonel hat neulich versucht, mir zu erklären, was Sie beruflich machen, Mr. Lowe. Oh, hat er das? Ja. Mhm. Aber ich muss zugeben, dass ich mir keinen rechten Reim darauf machen konnte. So. Naja, was daran liegen mag, dass ich es vermutlich selbst nicht richtig verstanden habe. Ich will gerne versuchen, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Ja, bitte. Schießen Sie los, Lowe. Lane und ich lauschen ergriffen. Eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Ich befasse mich mit bestimmten Grenzbereichen der Psychologie. Mit Geistern und Spukfällen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Sozusagen, ja. Ach, jetzt verstehe ich. Sie sind also unter die Spukforscher gegangen. Nein, nicht ganz. Das wäre mir etwas zu kurz gefasst und hat für mich einen leicht unangenehmen Beigeschmack. Kein Wunder. Immerhin treiben sich auch viele Scharlatane auf diesem Feld herum. Eben. Mhm. Ich selbst hingegen verfolge einen streng wissenschaftlichen Ansatz. Dabei gibt es viele Berührungspunkte mit den Forschungsarbeiten meiner Kollegen in der Medizin, die sich mit Nervenbahnen und den vielfältigen Möglichkeiten des menschlichen Gehirns beschäftigen. Aha. Wie? Sind die Geister etwa krank? In gewisser Weise schon. Ach. Es ist ja keinesfalls ein normaler Zustand, dass eine Seele über den Tod der körperlichen Hülle hinaus hier bei uns auf Erden wandelt. Falls es so etwas überhaupt gibt. Woran ich persönlich glaube. Ach. Wenn eine Seele unsere Welt aus welchen Gründen auch immer nicht verlassen möchte, dann ist da, prosaisch gesprochen, etwas schiefgelaufen, was es zu reparieren gilt. Sie meinen, dass eine Form von Erlösung stattfinden muss? Hm? Boah, wenn Sie so wollen. Dies gilt natürlich nur für die Geister von Verstorbenen. Ach, gibt es Ihrer Ansicht nach etwa noch andere Arten von Geistern? Oh ja. Das wäre mir vollkommen neu. Hast du das gewusst, Lane? Nein. Weitaus gefährlicher und auch schwieriger zu bekämpfen sind dämonische Wesenheiten. Du meine Güte. Und Sie glauben wirklich, dass es so etwas gibt, Mr. Lowe? Ich bin überzeugt davon, ja. Oh. Also, ich für meinen Teil wusste nie, wie ich mich zu dieser Frage positionieren sollte. Sie können ganz beruhigt sein, Colonel. Ich habe nicht vor, Sie zu missionieren. Wie beruhigend. Cheers. Cheers. Das klingt alles sehr interessant. Ja, wirklich. Nett, dass Sie das sagen, Mr. Chatham. Was mich aber am meisten interessiert... Ja? Was interessiert Sie am meisten? Ob Colonel Damley Ihnen bereits von unserem Geist hier im Teufelsmoor berichtet hat. Oh. Wo Sie doch ganz offensichtlich ein Experte das Thema betreffend sind. Es gab also eine Geistererscheinung hier im Moor, Colonel. Ich... Allerdings. Ah. Warum hast du ihm das bis jetzt verschwiegen, Winston? Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt gerade auch, Colonel. Ganz einfach, weil ich nicht gänzlich überzeugt bin, dass es wirklich eine solche ist. Darum. Da hört sich ja wohl alles auf. Ich habe immerhin mit meinen eigenen Augen gesehen, dass... Nichts gegen dich, Lane, aber... Aber was? Ach, nichts. Es gab also eine Erscheinung im Moor. Möglicherweise, ja. Möglicherweise? Seltsam, dass ich bisher nicht das Geringste davon gehört habe. Immerhin bin ich ja nicht zum ersten Mal hier, sondern hatte bereits mehrfach das Vergnügen, hier auf Low Riddings eingeladen zu sein. Diese Erscheinung im Teufelsmoor ist ein neues Problem. Sieh an. Wenn an der ganzen Sache überhaupt etwas dran ist. Es ist etwas dran, das kann ich beschwören. Und ich für meinen Teil wäre froh, wenn wir diesen Spuk so schnell es geht wieder los würden. Darauf können wir uns einigen. Wenn es denn wirklich ein Spuk ist, versteht sich. So langsam nehme ich das persönlich, Winston. Sie, Mr. Chatham, haben die Erscheinung offenbar gesehen, wie ich Ihren Worten entnehmen darf? Ja, ich habe sie gesehen und auch ihre nicht unbeträchtliche Macht gefühlt. Tch. Was genau haben Sie denn gesehen und gefühlt? Das wüsste ich selbst gerne. Und ehrlich gesagt hoffe ich, dass Sie es mir sagen können, Mr. Lowe. Ja. Jedenfalls hätte ich mir bei dieser geisterhaften Begegnung beinahe das Genick gebrochen. Ach, Sie? Wenn ich es doch sage! Verzeihen Sie, dass ich irritiert bin. Aber so athletisch, wie Sie aussehen, junger Freund, möchte ich wetten, dass Sie eine stattliche Anzahl von Pokalen in Ihrem Zimmer im Regal stehen haben. Das habe ich auch. Vor allem im Sprint war ich für einige Zeit nur schwer zu schlagen. Eben. Sie sehen ganz bestimmt nicht aus wie jemand, dessen Genick so einfach zu brechen ist. Wenn Sie meinen, dass ich mich zu wehren imstande bin... Ja, genau das meine ich. Dann haben Sie recht. Bitte, erzählen Sie mal, was sich zugetragen hat. Ich bin neugierig, die Details zu erfahren.
Vor etwa 2 Wochen war ich Fliegenfischen. Ungefähr auf der Höhe von der Stelle, wo die Hunde letztes Jahr den Otter getötet haben. Du wirst dich sicher daran erinnern, Winston. Natürlich erinnere ich mich. Weiter, bitte weiter. Ja, als es zu dämmern begann, beschloss ich, nach Hause zu gehen. Ich war noch nicht sehr weit gekommen, da sah ich am Rande des Teufelsmoors einen Mann stehen, der mich zu fixieren schien. Ich konnte ihn husten hören, was sehr, sehr ungewöhnlich klang. Um nicht zu sagen unheimlich. Ansonsten stand er vollkommen unbeweglich da. So, als ob er auf mich warten würde. Seltsam. Sehr seltsam. Das war etwas, was mich im Verein mit dem röchelnden Husten sehr irritiert hat. Das muss ich zugeben. Zumal man in diesem Bereich des Teufelsmoors eigentlich nie auf Fremde trifft. Und auf Bekannte und Freunde erst recht nicht. Eben. Wie gut konnten Sie diese Person denn sehen? Eine schwierig zu beantwortende Frage, denn auch das war merkwürdig. Aha. Lassen Sie hören. Eigentlich konnte ich nur die Umrisse des Kerls einigermaßen klar erkennen. Sie schienen irgendwie zu leuchten. Aha. Man könnte auch sagen, zu flimmern. So, als ob große Hitze von ihm ausgehen würde. Das gefällt mir nicht. Ganz und gar nicht. Sein Gesicht hingegen konnte ich nicht sehen. Es lag völlig im Schatten eines schäbigen alten Huts. Mhm. Die restliche Kleidung schien auch alles andere als neu zu sein und hing teilweise in Fetzen runter. Als ich näher kam, verschwand er plötzlich. Er verschwand? Ja, ich hatte für einen Augenblick nicht hingesehen und dann war er weg. Ich vermutete, dass er sich hinter einer der knorrigen Moorweiden verborgen hatte, was mir allerdings herzlich egal war. So? Immerhin hatte ich mein Gewehr dabei, was mir eine gewisse, jedoch letztlich leider trügerische Sicherheit gab. Was haben Sie gedacht? Dass es bloß ein Landstreicher war und ich durch irgendeine Lichtspiegelung während der Dämmerung in meiner Wahrnehmung getäuscht worden war. Ich glaube kaum, dass ein Landstreicher es freiwillig mit einem Mann von Ihrer Statur aufnehmen würde. Ja, das hatte ich bis dahin auch nicht geglaubt. Aber an diesem Abend sollte ich eines Besseren belehrt werden. Interessant. Erzählen Sie weiter. Richtiggehend irritiert war ich erst, als ich an der Stelle vorbeiging, wo er gestanden hatte. Denn dort war es sehr morastig. Nur Fußspuren waren keine zu sehen. Sie meinen, es war schon zu dunkel, um sie zu sehen? Nicht doch. Es waren definitiv keine da. Nirgendwo. Es waren keine da. Ich schwöre Ihnen, hätte es welche gegeben, dann hätte ich sie gesehen. Meine Augen hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits an die Dunkelheit gewöhnt. Verstehe. Tja. Ich hatte kaum Zeit, mich darüber zu wundern. Da sprang mich von hinten jemand an und begann mich zu würgen. Haben Sie sich nicht gewehrt? Natürlich habe ich das. Wie verzweifelt sogar. Aber ich bekam den Kerl nicht zu fassen und versuchte vergeblich, ihn abzuschütteln. Und Ihre Flinte hat Ihnen dann wohl wider Erwarten doch nicht geholfen? Nein, die ist mir sofort aus der Hand geglitten, als ich so überraschend von hinten angesprungen wurde. Ja. Tja, aber dann gelang es Ihnen doch irgendwie, sich zu befreien. Ja, mit dem Mut der Verzweiflung. Und dann nahmen Sie sich Ihr Gewehr und haben sich den Kerl vorgeknüpft. Das wollte ich natürlich, aber es war niemand da, den ich damit hätte bedrohen können. Wie meinen Sie das? Ich vermochte es selbst kaum zu glauben, aber es war wirklich weit und breit niemand zu sehen. Und das, obwohl ich Sekunden zuvor erst mit jemandem um mein Leben gerungen hatte. Das ist wirklich seltsam. Und das Allerseltsamste war, dass ich immer noch jemanden schnaufen und röchelnd atmen hörte. So was.
Nach einigen Minuten habe ich dann schnellen Schrittes und reichlich derangiert den Ort des Geschehens verlassen. Ich lachte über Lane, als sie mir davon erzählte. Unbenommen ist das ein recht unheimlicher Fleck, das Teufelsmoor. Und besonders diese Stelle, aber... Sie sagten, dass Sie von hinten angegriffen wurden? Ja, richtig. Von hinten. Mhm. Der Angreifer sprang mir regelrecht auf den Rücken. Seine Finger schlossen sich wie ein Schraubstock um mein Genick. Was sagt denn Miss Stanley eigentlich zu der ganzen Sache? Sie... Nichts. Und zwar, weil Olivia nichts davon weiß. Aha. Und dabei soll es bitte auch bleiben, Lo. Ich verstehe. Ja. Es würde sie bloß unnötig in Angst und Schrecken versetzen. Und das werde ich nicht dulden. Immerhin kommt sie des Öfteren in der Dämmerung allein über die Straße nach Hause, die quer durch das Moor führt und nicht weit von der Stelle entfernt ist, wo Lane sein unheimliches Erlebnis gehabt haben will. Ich vermute, es ist der Weg zur Poststation, um allabendlich Briefe aufzugeben oder zu holen. So ist es. Ich habe Sie schon viele Male gebeten, diese beinahe täglichen Wege doch lieber den Bediensteten zu überlassen. Vergeblich. Immerhin nimmt sie jetzt auch schon mal den Einspänner oder das Fahrrad. Frauen sind wahrlich wunderbare Geschöpfe. Wenn sie nur nicht diese absolut enervierende Angewohnheit hätten, immer nach einem Grund zu fragen, warum sie dies oder das machen oder nicht machen sollen. Ja, da ist etwas Wahres dran. Schrecklich ist das. Absolut schrecklich. Was sagen Sie denn nun zu all dem, Mr. Lowe? Ich frage mich, ob Sie mir wirklich alles anvertraut haben, was mit dieser Sache in Zusammenhang steht. Worauf wartest du? Nur heraus mit der Sprache, Lane. Das Einzige, was ich noch nicht erwähnt habe, ist... Ja? Hm? Ist was? Dass Livy... Olivia erwähnt hat, dass sie... Dass sie... Dass sie was? Dass sie ebenfalls ein unheimliches Husten auf Höhe des Teufelsmoors in der Dunkelheit vernommen hat. So ist das. Ja. Tja, viel ist es nicht, was ich jetzt schon sagen kann. Aber eins steht fest. Sie haben offenbar eine Erfahrung gemacht, die zu machen nur sehr wenigen Menschen beschieden ist. Mir stellen sich immer noch die Nackenhaare auf, wenn ich daran denke. Sie glauben also wirklich, dass da etwas dran ist, Lo? Unbedingt. Ich sehe keinerlei Anhaltspunkte, warum Mr. Chatham das alles erfinden sollte. Und wenn Livy auch das Husten gehört hat, dann spricht einiges dafür, dass es diese Erscheinung gibt. Und dass es damit noch nicht vorbei ist. Aber das... Livy. Was gibt es denn, Kind? Wie ich gerade gehört habe, ist das Essen fertig, Vater. Sehr gut. Ich gehe dann schon mal voraus und sichere mir den besten Platz am Tisch. Mach das. Wir kommen sofort nach. Es freut mich, Sie wiederzusehen, Miss Stanley. Oh, bitte. Nennen Sie mich weiterhin Olivia, Mr. Lowe. Gern. Und sagen Sie um Himmels Willen du zu mir. Das kommt mir bei einer derart hübschen jungen Dame nicht so leicht über die Lippen. Sie sind ja nun beileibe kein Kind mehr. Das stimmt auffallend. Aber es gibt nun einmal Menschen, von denen möchte man nicht gesiezt werden. Gut. Aber dann sag bitte auch Flexman und du zu mir. Sehr gerne. Was ist denn, Lane? Stört dich irgendetwas? Nein. Aber ich mag kein kaltes Essen. Kommt ihr? Natürlich. Wenn's nur das ist. Darf ich dich zu Tisch führen? Ihr dürft mich beide zu Tisch führen. Danke. Los, gehen wir. Nach dem Abendessen und dem sich daran anschließenden gemütlichen Beisammensein vor einem prasselnden Kaminfeuer in der Bibliothek zog ich mich in mein Zimmer zurück. Es galt, nach dem, was ich gehört hatte, über einiges nachzudenken. Ich stand lange an meinem geöffneten Fenster und blickte auf die Straße hinab, die vom Herrenhaus quer durch das Teufelsmoor in Richtung des Dorfes führte. Ein unangenehmes Gefühl beschlich mich. Ich fürchte, meine drei Freunde befinden sich in sehr großer Gefahr.
Am nächsten Morgen versetzte die liebliche Olivia Damley mir und den anderen beiden Herren am Frühstückstisch einen gehörigen Schrecken. Hat eigentlich außer mir noch jemand dieses enervierende Husten heute Nacht gehört? Aber Lane! Das gute Porzellan! Ich bitte vielmals um Entschuldigung, Winston. Was bist du denn so nervös, Lane? Aus welcher Richtung kam denn das Husten, Libby? Von dort. Hä? Aus Richtung der Einfahrt. Vom Tor? Ja, genau. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass ich ihn des Nachts husten höre. Gott im Himmel, und das sagst du erst jetzt? Ja, aber was macht ihr denn alle für Gesichter? Ihn? Wen meinst du mit ihm? Na, den Landstreicher. Vermutlich ist er lungenkrank, der arme Kerl. Es hört sich jedenfalls furchtbar an, wie er hustet. Ein Landstreicher? Ja, wer soll es denn sonst gewesen sein? Tja. Er tat mir so leid, der arme Kerl, dass ich heute Nacht am liebsten gleich nach draußen gegangen wäre, um... Das fehlte noch. Aber ich tat es natürlich nicht, weil ich ja weiß, dass das meinem Väterchen gar nicht gefallen hätte. Wie gut du dein Väterchen doch kennst. Überlass es lieber Lane und mir, ihn für dich einzufangen, wenn er das nächste Mal auftaucht. Ja. Wenn ihr meint. Sollen wir uns da draußen nach dem Frühstück etwa mal genauer umsehen? Natürlich. Oder haben Sie etwa Angst? Nein. Wieso sollte ich? Gut lügen konntest du noch nie, Lane. Stimmt. Also, wenn Sie nichts Besseres vorhaben, dann... Nein, habe ich nicht. Ich würde Sie wirklich gerne begleiten. Oh, und ich auch. Das wirst du schön bleiben lassen. Und warum das? Weil ich mit dir zu reden habe. Das klingt ja so geheimnisvoll. Soll es gar nicht. Seit deine Mutter von uns gegangen ist, bist du immerhin die Dame des Hauses. Und in dieser Eigenschaft habe ich als Herr des Hauses mit dir von Zeit zu Zeit wichtige organisatorische Dinge zu besprechen, wenn's recht ist. Wie könnte ich mich dem widersetzen? Immerhin haben wir Gäste im Haus, die... Ja, schon gut, Väterchen. Ich stehe dir uneingeschränkt zur Verfügung. Das wollte ich hören. Erwartungsgemäß fanden Lane Chatham und ich jedoch keine Spuren am Einfahrtstor oder in den Hecken links und rechts daneben. Schauen Sie mal, Mr. Lowe. Hä? Was? Hier ist alles matschig. Und trotzdem sind keine Fußspuren zu sehen. Geschweige denn abgeknickte Äste oder Ähnliches. Nichts dergleichen. Hatte ich ehrlich gesagt nicht anders erwartet. Immerhin ist das, was Livy gehört hat, nicht das Husten eines normalen Landstreichers. Nein, das wohl nicht. Den Tag über geschah nichts Ungewöhnliches mehr. Wiederum war es Olivia Damley, die dann während des Abendessens eine schockierende Nachricht für uns hatte. Ich habe übrigens heute den Landstreicher gesehen. Oh, was? Etwa den, der... Den, der so stark hustet, ja. Das ist eine Überraschung. Du wirst dich doch wohl nicht etwa selbst auf die Suche nach ihm begeben haben, Livy. Nein, habe ich nicht. Gott sei Dank. Aber was wäre so schlimm daran? Du... Ich sah ihn übrigens in Scullys Cottage. In Scullys Cottage? Ja. Heute Abend, als ich vom Postamt kam. Da hört sich ja wohl alles auf. Was habt ihr denn nur alle gegen diesen armen Landstreicher? Wir... Also, im Grunde wollen wir eigentlich nur wissen, wer er ist und wie er aussieht. Ja. Ja. Schrecklich sieht er aus. Genau wie sein Husten sich schrecklich anhört. Als ich mit dem Einspänner an Scullys Cottage vorbeifuhr, hörte ich das mir mittlerweile seltsam vertraute Röcheln und Husten. Ich blickte zum Fenster... Und da war er. Gott, ich glaube, ich habe in meinem bisherigen Leben niemanden gesehen, dessen Anblick mir einen solchen Schrecken versetzte wie dieser. Was war es genau, das dich erschauern ließ? Erinnere dich, Livy. Bitte, es ist wichtig.
Er war so unglaublich blass und sah so verwahrlost aus. Hä? Trug einen seltsamen Hut und die Kleidung war irgendwie selbst für einen Landstreicher reichlich liederlich und ungepflegt. Teilweise schien sie auch gar nicht mehr existent zu sein. Ich weiß genau, was du meinst. Aber das Schauerlichste war sein Blick. Dieser eiskalte, durchdringende Blick. Ohne es zu wollen, begann ich, die arme Lorelei mit Peitschenhieben anzutreiben, nur um noch etwas schneller außer Sicht zu kommen. Du hattest also Angst? Nein. Es war mehr eine Beklemmung, ein Erschauern. Hattest du mir nicht versprochen, Stubbs die Post holen zu lassen? Vater, ich... Frauen! Immer dasselbe mit euch. Man kann sich nicht darauf verlassen, was ihr einem versprecht. Aber ich... Warte mal. Es muss schon auf 7 zugegangen sein, als du das Teufelsmoor und somit Scullys Cottage passiert hast. Sicherlich. Ich bin um etwa 6:20 an der Poststation losgefahren. Warum? Da muss es also schon dunkel gewesen sein. War es? Na und? Wie konntest du dann die Gestalt am Fenster so deutlich sehen? Ich war um diese Uhrzeit ebenfalls im Moor unterwegs und habe kein Licht in Scullys Fenstern gesehen. Ob im Raum Licht war, weiß ich gar nicht. Aber ich kann beschwören, dass ich sein Gesicht sehr deutlich sehen konnte. Es schien irgendwie erhellt zu sein. Warum auch immer. Tja, damit wir uns klar verstehen. Von jetzt an ist es dir ein für alle Mal untersagt, bei Einbruch der Dunkelheit noch die Post selbst zu holen. Vater, ich... Halt dich in Zukunft fern vom Teufelsmoor, Livy. Ich meine es ernst. Dann haben wir keine Probleme miteinander. Vielleicht sollten wir uns heute Nacht besser auf die Lauer legen. Was meinen Sie, meine Herren? Das halte ich für eine sehr gute Idee. Besonders im Hinblick darauf, diese unerfreuliche Sache so schnell wie möglich abzuschließen. Mr. Chatham? Ich bin in jedem Fall auch dabei. Gut, danke. Darf ich mich vorsichtig erkundigen, warum ihr wegen eines herumstreunenden, hustenden Landstreichers so ein Theater macht? Ja, Livy, du... Nein, darfst du nicht. Oder so. Wir teilten uns auf verschiedene Zimmer auf, öffneten die Fenster, rauchten und warteten. In den frühen Morgenstunden, es begann bereits sehr zaghaft zu dämmern, wurde ich unsanft aus dem Halbschlaf gerissen. Mr. Lowe! Wir kommen! Dem Spuk werde ich jetzt ein für alle Mal ein Ende machen. Ich schleiche mich leise durch die Hintertür raus und lege mich an der Hecke am Tor auf die Lauer. Ihr beide müsst ihn mir zutreiben. In Ordnung. Schleicht euch am besten von 2 Seiten an. Machen wir. Gut. Dann los! Ich muss noch mein Gewehr holen. Der soll mich kennenlernen. Ich fürchte, mit Kugeln ist dem Problem nicht beizukommen, Colonel. Das werden wir ja sehen. Ich schleiche mich von dort an. Ist gut. Dann komme ich Ihnen von der anderen Seite entgegen, ja? Ja. Klopfenden Herzens näherte ich mich im dunklen Garten der Hecke vor dem Speisezimmerfenster. Hallo? Ja. Hier ist niemand. Absolut niemand. Leuchten Sie mal hier hin. Und hier sind auch wieder keine Fußspuren am Boden zu sehen. Oder abgebrochene Äste. Da! Was ist das? Was ist das, Mr. Lowe? Ein unheilvoller Schatten. Er schwebt in Richtung Einfahrtstor. Rabenschwarz! Spüren Sie das? Ja, entsetzlich. Das ist keine gute Energie. Schnell, kommen Sie. Schon unterwegs. Oh Gott! Das hätte nicht passieren dürfen. Winston? Winston! Da liegt er. Winston! Komm, ich helfe dir auf. Danke. Habt ihr ihn gesehen? Nicht richtig. Wir haben einen unheilvollen Schatten gesehen. Das war er. Gott, ja, das war er. Das Böse war förmlich zu spüren. Eine
knisternde Hitze ging von dem schwarzen Gebilde aus. Warum hast du nicht geschossen? Weil ich kein Gewehr zur Hand hatte. Aber Sie haben es doch mitgenommen. Ja, natürlich habe ich das. Und als dieser schwarze Schatten auf mich zukam, wollte ich damit auch schießen, aber... Aber was? Ich hoffe, Sie werden mich nicht für verrückt halten, Lowe. Bestimmt nicht. Los, reden Sie. Was ist passiert? Das Gewehr wurde mir mit roher Gewalt entrissen und ich äußerst unsanft zu Boden geschleudert. Oh. Leuchten Sie mal mit Ihrer Laterne hier rüber, Mr. Chatham. Das darf doch nicht wahr sein. Mein Gewehr. Aber wie kann das sein? Vor wenigen Minuten war es nur noch vollkommen intakt. Und jetzt ist es nur noch ein einziger Klumpen aus Metall und gesplittertem Holz. Wer hat solche Kräfte, so etwas zu bewirken? Was die Beantwortung dieser Frage betrifft, stehen wir wohl erst ganz am Anfang. So leid es mir tut. Ich darf aber schon mal Abbitte leisten. Nur zu. Das da hat keine menschliche Hand vollbracht. Das ist schlicht gerade ausgeschlossen. Darauf können wir uns einigen. Am nächsten Morgen war zur Abwechslung ich es dann, der für überraschte Blicke am Frühstückstisch sorgte. Wenn ich richtig vermute, gab es hier neulich ein Erdbeben. Ist es nicht so? Ja, das stimmt. Woher weißt du das? Aber bist du etwa am Steinbruch vorbeigekommen? Nein, bin ich nicht. Dann frage ich mich, wie du das wissen kannst. Es war ja nur ein kleines Erdbeben. Nicht einmal die Zeitungen fanden es an der Notiz wert. Ehrlich gesagt haben wir hier auf Low Riddings gar keine Erschütterung gespürt. Zum Glück. Dr. Thompson erzählte uns andern Tags davon. Aber es gab einen Erdrutsch. Das ja. Aha. Beim alten Steinbruch oben. Woher weißt du das alles? Kann jemand nach dem Frühstück mit mir dorthin gehen? Oh, ich würde liebend gerne... Du bleibst schön hier, Olivia. Was für eine Überraschung. Ich werde Sie begleiten, Mr. Lowe. Danke. Vom Steinbruch, der auf einer kleinen Anhöhe begann, hatte man einen guten Überblick über das Gelände. Das Teufelsmoor, Low Riddings und Scully's Cottage waren von dort aus sehr gut zu sehen. Ich stieg, nachdem ich die Aussicht genossen hatte, mit Lane Chatham vorsichtig in die Grube hinab. Die durch das Erdbeben entstandene Verwerfung war gut zu erkennen. Nach kurzem Suchen fand ich schließlich, wonach ich Ausschau gehalten hatte. Sehen Sie da, Mr. Chatham, in der Erdspalte? Ja. Was ist das? Genau, was ich zu finden gehofft hätte. Der Riss im Erdreich reicht so tief hinunter, dass ein bestimmtes Gas ausgetreten ist. Aha. Es gab auch eine Explosion. Hier, sehen Sie. Hier sind die Spuren. Unverkennbar, ja. Alles genau so, wie ich dachte. Das bringt mich sehr viel weiter in meinen Überlegungen. Darf ich fragen? Nein, dürfen Sie nicht. Noch nicht. Wann war das Erdbeben? Ungefähr vor etwas über 2 Wochen. Aber vor Ihrem Erlebnis im Moor, nicht? Kurz davor, ja. Das wundert mich nicht. Aber... Ist im Moment irgendjemand krank hier in der Gegend? Zum Beispiel in dem Cottage, wo Levi im Fenster die unheimliche Gestalt gesehen haben will. Warum fragen Sie das? Ist das Gas etwa giftig? Beantworten Sie bitte meine Frage, Mr. Chatham. Sie geben sich reichlich geheimnisvoll. Bitte. Es ist von entscheidender Wichtigkeit. Scully liegt mit einer schweren Lungenentzündung da nieder. Schon länger? Ja. Er war schon auf dem Wege der Besserung, aber jetzt geht es ihm seit einiger Zeit immer schlechter und schlechter. Seit wann genau? Seit dem Erdbeben? Ja, stimmt. Es war genau zu dieser Zeit. Dann weiß ich jetzt, woher er seine Energie bezieht. Wer? Ist jemand bei ihm? Bei Scully, meine ich. Ja, der Colonel hat eine Pflegerin eingestellt, die ihn rund um die Uhr betreut. Scully ist ein treuer und gewissenhafter Verwalter. Alle Bewohner von Low Riddings sind ihm sehr zugetan. Er fehlt auch an allen Ecken und Enden.
Ich selbst mag ihn auch sehr gerne und besuche ihn oft. Und das gilt auch für das hustende Phantom. Die Erscheinung aus dem Teufelsmoor. Was? Nein, das glaube ich nicht. Das hätten er oder die Pflegerin doch erwähnt. Sie müssen sich irren. Bestimmt nicht. Aber... Kommen Sie. Wir müssen dort in dem Cottage nach dem Rechten sehen. Gut. Hier entlang, bitte. Ja, danke. Das ist der schnellste Weg. Es war ein Weg von etwa einer Dreiviertelstunde. Nachdem niemand im Cottage auf unser Klopfen reagiert hatte, traten wir einfach ein. Um nach dem Kranken zu sehen. Das ist doch selbstverständlich. Es ehrt Sie, dass Sie das so sehen. Ach ja, dies ist ein Freund der Familie Damely, Mr. Flaxman Lowe. Guten Tag, Sir. Angenehm. Wie geht es Ihrem Patienten denn? Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Leider nicht sehr gut. Oh. Über den Tag ist er immer schwächer und schwächer geworden. Alle von mir ergriffenen Maßnahmen haben bisher leider nichts Nennenswertes zu einer Besserung dieser unerfreulichen Tendenz beitragen können. Das wundert mich nicht. Er muss hier weg, sofort. Aber... Ich denke nicht, dass sich das so einfach bewerkstelligen lassen wird. Es muss. Er ist momentan viel zu schwach für einen Transport und würde ihn vermutlich nicht überleben. Hier wegzukommen dürfte dennoch seine einzig verbliebene Chance sein, überhaupt zu überleben. Zurück im Herrenhaus Low Riddings schilderten wir dem Colonel den Sachverhalt und baten um seinen Rat. Ich bin auch der Meinung, dass Kali woanders hingebracht werden sollte, aber nur unter ärztlicher Aufsicht. Könntest du mit dem Fahrrad nach Norbury fahren und die Sache mit Dr. Thompson besprechen, Lane? Natürlich könnte ich. Ich werde mich gleich auf den Weg machen. Gut. Dann kannst du auch die Post mitbringen. Mach ich. Danke. Liegt ja auf dem Weg. Wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, Mr. Chatham. Bitte, Mr. Lowe. Seien Sie unbedingt vor Einbruch der Dunkelheit zurück. Ich werde mir alle Mühe geben. Das können Sie mir glauben. Unglücklicherweise war der Doktor unterwegs zu Hausbesuchen. Lane Chatham entschied sich, auf ihn zu warten. Als es jedoch zaghaft zu dämmern begann, war ihm klar, dass eine Verlegung Scullys an diesem Tag nicht mehr möglich sein würde. Er hinterließ Dr. Thompson eine Nachricht, holte die Post an der Station ab und fuhr mit dem Fahrrad in der zunehmenden Dämmerung durch das Teufelsmoor zurück nach Low Riddings. Er wollte nicht zu spät zum Abendessen erscheinen, und trat daher mächtig in die Pedale. Er hatte Scullys Cottage bereits passiert, als er vor sich im Dämmerlicht eine dunkle, unheimlich wabernde Gestalt auf der Straße sah. Nein! Nein! Weg! Weg von mir! Oh Gott im Himmel! Sich immer wieder umblickend rannte er, bis er das Herrenhaus erreichte. Da bist du ja endlich wieder. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Low, wo ist Low, Livy? Hast du ihn nicht getroffen? Er wollte dir entgegengehen. Was? Er ist allein nach draußen gegangen? Jetzt, wo es nahezu dunkel ist? Ja, wie gesagt, wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Oh Gott, ich muss ihn finden. Aber Lane! Es ist 7:45, Sheridan. Sie sind reichlich spät dran, mein Freund. Low, Gott sei Dank.
Wer sind Sie? Ich dachte schon... Darf ich die Herren in die Bibliothek bitten? Gern, komme. Natürlich. Ich... Sag bitte Bescheid, dass wir in 20 Minuten essen können, Livy. Aber ich... Danke dir. Du siehst ja furchtbar mitgenommen aus, Lane. Brauchst du Verbandsmaterial? Nein, es geht schon. Ich denke, die meisten Schürfwunden haben bereits zu bluten aufgehört. Was ist da draußen passiert? Ich wurde angegriffen. Etwa von diesem hustenden Phantom? Ich denke, ja. Genau so ist es, Colonel. Ich habe aus der Ferne alles mit angesehen. Aha. Sie haben großes Glück gehabt, Mr. Chatham. Das kann man wohl sagen. Sehen Sie sich mal an, was das Ding auf meinem Rücken angerichtet hat. Warten Sie. Ich helfe Ihnen. Oh, du meine Güte. Was für brutale Kratzspuren. Das sind ganz typische Verletzungen bei einer Begegnung mit einer derart destruktiven und nachtschwarzen Wesenheit. Was müssen das für teuflische Krallen sein? Das sieht aus, als hätte dir jemand mit Glasscherben die Haut geritzt. Ja, und das war noch nicht mal das Schrecklichste. Als mich dieses Ding an der Kehle packte und hochhob, dachte ich wirklich, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Es ist mir noch eine ganze Zeit lang gefolgt, nachdem ich mich aus seiner Umklammerung losreißen konnte. Und dann... Und dann hat es sich plötzlich in nichts aufgelöst. Ja, ich rannte trotzdem weiter, als ob der Leibhaftige hinter mir her gewesen wäre. Kann ich dir nicht verdenken. Ja. Sie dürften weltweit der einzige Mann sein, der solch eine Begegnung überlebt hat. Wie beruhigend. Und der Junge hat sogar bereits 2 dieser Angriffe überlebt. Ja, Sie können sich wirklich glücklich schätzen. Das tue ich auch. Und um dieses Glück nicht überzustrapazieren, werden wir morgen alle dieses Haus verlassen. Und zwar für immer. Aber ich bin mir sicher, dieses Ding wird die erstbeste Gelegenheit nutzen, Olivia etwas anzutun. Wird es nicht. Wird es nicht? Nein. Und warum, bitteschön, wird es das nicht, Mr. Lowe? Ja, das möchte ich auch wissen, Lowe. Weil es vorbei ist. Hä? Und das ist auch der einzige Grund, warum Sie mit dem Leben davongekommen sind, Mr. Chatham. Das ist ja interessant. Der Spuk ist vorbei? Ja. Und ich sah vor meinem geistigen Auge bereits, wie wir alle des Nachts in unseren Betten ermordet werden. Diese Gefahr besteht nun erstmal nicht. Dessen können Sie sicher sein, Colonel. Und warum das? Wie kommen Sie darauf? Nun... Ja? Vielleicht rücken Sie besser langsam mal mit der Sprache raus, worum es hier Ihrer Meinung nach überhaupt geht. Das würde ich mir auch wünschen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das zweifelhafte Vergnügen hatten, einer Heimsuchung durch einen erdgebundenen Elementargeist beizuwohnen. Was ist das? Nach Meinung führender Okkultisten eine der schlimmsten dämonischen Wesenheiten, die es gibt. Dämonisch? Ja. Und sehr gefährlich. Das brauchen Sie mir nicht zu sagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sein Auftreten durch das Erdbeben und vor allem den Erdrutsch, welcher diese tiefe Spalte freilegte, begünstigt wurde. Eine nicht unbedeutende Zahl von Okkultisten geht davon aus, dass diese speziellen Geister im Inneren der Erde festgehalten werden, bis sich durch Erdbewegungen wieder ein Spalt auftut und sie entkommen können. Genau. Ich verstehe. Es gab auch bereits den Forschungsansatz, dass bestimmte Gase, die dabei aus dem Erdinneren an die Oberfläche dringen, die Art von Phänomenen begünstigt, die wir hier erlebt haben. Tja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Sein Aussehen, so wie Sie, Mr. Chatham und auch Livy es beschrieben haben, ist sehr typisch für diese Wesenheiten. In der Fachliteratur werden sie stets als abstoßend hässlich beschrieben. Und dort findet sich auch der Hinweis, dass sie niemals Fußspuren hinterlassen. Sie beziehen die Energie, die sie für ihr schändliches Treiben benötigen, stets von schwerkranken Menschen. Dadurch sind sie viel kräftiger als der stärkste Mensch. Aha. Scully steckt also mit diesem Teufel unter einer Decke? Oh nein, 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 nein. Der Kranke wird vollkommen unwissentlich von dem Elementargeist energetisch zur Erde gelassen. Er weiß nicht, was mit ihm geschieht und warum er immer schwächer und schwächer wird. Ach, wie bei einem Vampir also. Nur, dass dabei kein Blut gesaugt wird, sondern bloß Lebenskraft geraubt
und für das dämonische Wirken zweckentfremdet wird. Ah, ich verstehe. Und es ist jetzt wirklich vorbei? Ganz sicher. Aber warum wollte es mich töten? Jedes Mal, wenn wir aufeinander trafen. Das liegt in der Natur dieser Wesen. Sie hassen die Menschen abgrundtief und versuchen, so viele wie möglich von uns zu töten. Dadurch werden sie dann immer stärker und stärker. Das kann ich bestätigen. Sie hatten eben das Pech, dem Elementargeist mehrmals über den Weg zu laufen. Aber warum sollte dieses Ding Lane freiwillig aus seinen Spitzen klauen lassen und wieder von hier aus dem Teufelsmoor verschwinden? Ja. Weil seine Nahrungsquelle plötzlich versiegt ist. Dann wandern diese Wesenheiten stets weiter. Seine Nahrungsquelle ist versiegt? Was soll das heißen? Ich denke, das wird sich alles gleich aufklären. Da bin ich aber mal gespannt. Herein! Die Pflegerin ist draußen. Ja, das heißt nichts Gutes. Dann bitte. Herein mit ihr, Livy. Ja. Kommen Sie bitte. Guten Abend, Colonel. Meine Herren. Guten Abend. Guten Abend. Ist Scully tot? Ja. Leider, Sir. Wie ich erwartet habe. Das ist sehr bedauerlich. Wann genau ist er gestorben, wenn es zu fragen erlaubt ist? Um 7:50. Das passt. Das war genau der Zeitpunkt, als die Wesenheit von Ihnen abließ, Mr. Chatham, nicht? Ja. Sehen Sie, das meinte ich. Danke, Miss, dass Sie uns gleich unterrichtet haben. Das war mir ein Bedürfnis, Colonel. Darf ich dann wieder... Natürlich, natürlich. Meine Tochter wird Sie hinaus begleiten. Livy? Schon zur Stelle. Kommen Sie bitte. Danke. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Falls der Tod Scullys und das Verschwinden dieses Elementargeistes, wie Sie ihn nennen, ein Zufall sein sollte, dann... Dann wäre das ein recht großer Zufall. Ja. Glauben Sie mir, meine Herren, es ist keiner. Ich kann Ihnen aus der Fachliteratur Berichte raussuchen, die große Ähnlichkeit zu dem aufweisen, was wir hier in den letzten Tagen erlebt haben. Aber sind diese Berichte auch wahr? Na, was spielt das für eine Rolle, Lane? Wir wissen doch, dass das, was wir erlebt haben, wahr ist. Oder nicht? Doch, natürlich. Eben. Ich frage mich, ob ich jemals wieder ruhig schlafen kann. Oh, was das betrifft, bin ich in Ihrem Fall sehr optimistisch. Was soll das denn heißen? Oh, nichts, nichts. Nichts. Gar nichts. Lane Chatham blieb für immer auf Low Riddings. Und zwar als Ehemann von Olivia Damley. Die Familie erlebte dort viele glückliche Jahre. Ein weiterer Schrecken wie der aus dem Teufelsmoor blieb ihnen erspart. Dennoch bestand Livys treusorgender Ehemann auch später noch darauf, dass sie niemals ohne Begleitung und schon gar nicht in der Dunkelheit das Moor durchqueren durfte. Wer wollte ihm das verdenken? Thank you.